Hallo und recht herzlich willkommen zu meinem Video. Draußen Dauerregen, heute Nacht mit der Feuerwehr schon im Einsatz gewesen. Ja, bei so einem Wetter, was soll ich machen? Ich habe mir überlegt, vielleicht können wir heute mal meinen Fuhrpark von 1980 bis heute anschauen. Na doch, jedes Fahrzeug hat doch irgendwie seine Geschichte. Und von dem her habe ich gedacht, gucken wir uns das heute mal an. Ihr seht es vielleicht hier am Rand. Ich habe eine neue Software probiert, dass ihr mich im Video auch seht. Und zwar ist das Ganze Open Broadcaster Software. Ja, ich habe jetzt fast 6 Stunden gebraucht, bis ich das soweit eingerichtet habe. Aber ja, ich glaube, das sieht vielleicht ganz gut aus. Jetzt müssen wir aber erstmal schon die Brille wechseln, sonst sehe ich nämlich gar nichts. Mal schön auf Ablendlicht umschalten. So, jetzt sieht es besser aus. Also. Ja, am Schluss würde ich dann noch kurz was sagen. Ich habe ein neues Equipment beschafft, neue Kamera und auch Carpool Ride installiert am Motorrad. Wir waren auch diese Woche im Odenwald nochmal unterwegs, habe da ein bisschen gefilmt und auch mit dem Carpool Ride. Da wird es dann auch nochmal ein Video dazu geben. Aber heute, wie gesagt, soll es darum gehen, um den Fuhrpark, den zweirädrigen von 1980 bis heute. Dann schauen wir doch einfach mal rein. So, wenn jetzt alles klappt, müsstet ihr mich da unten rechts irgendwo sehen. Ihr wundert euch bestimmt jetzt, warum hier die Seite von Piranhas kommt. Das ist meine Homepage. Ich hatte solche Tiere mal früher im Aquarium und ich habe da auf der Seite ein bisschen was angelegt zu meine Fahrzeuge. Jetzt gucken wir mal, ob wir es ein bisschen größer machen können hier. So, genau, Fahrzeuge. 1980 bis heute. Mein allererstes, ja gut, nach dem Fahrrad, mein erstes motorbetriebenes Fahrzeug war eine Kreidler MF2. 50 Kubik, ein Zylinder, 1,5 PS. Und zwar hatte dieses Mofa meine Schwester gekauft. Und ich habe das dann übernommen, wo ich 14 war. Und das war echt ein cooles Teil, weil normalerweise 25 km/h, aber das hatte irgendwie einen Bug drin. Und das ist 25 gelaufen und dann irgendwann hat es gerüttelt und gemacht und so und dann ist das Ding losgegangen. Und das ist, ich glaube, fast 40 gelaufen. Also serienmäßig nichts gemacht. War echt ein cooles Teil, auch in Orange. Und ja, und dann ist mir geklaut worden. An der Tanzschule mit 14, an der Tanzschule gewesen, ist abgestellt und komm raus und das Mofa weg. Hat eigentlich dann riesen die Härte zu Hause gegeben. Aber ja, was willst du machen? Hat es dann ein paar Wochen später im Wald gefunden wieder, komplett zerlegt. Und mein damaliger Suzuki-Händler, Suzuki Schneider in Großsachsenheim, der hat das Ganze dann wieder aufgebaut aus lauter Einzelteile. Und das Problem war, danach ist es wirklich nur noch 25 gelaufen. Also das war echt blöd, aber ja, so hat das Ganze ja nicht angefangen. Dann irgendwann später mit 16 Suzuki X3. 80 Kubik, das wird es wahrscheinlich heute gar nicht mehr geben mit 80 Kubik. Einzylinder, 11,5 PS, ist genau 80 gelaufen. Und ja, und in der Sturm- und Drangzeit, was macht man natürlich? Klar, eine MBV-Vollverkleidung hingebaut im gleichen Design. Ja, das war auch ein cooles Teil. 80 Kubik, 80 Stundenkilometer, die Verkleidung fast größer wie das ganze Moped. Ja, und dann mit 16, einen Tag nach dem Urlaub, in die Leere gefahren. Rechts vor Linksstraße, ich gucke nach rechts, kommt nichts, ich gucke nach links, kommt nichts. Guck nochmal nach rechts, kommt nichts, fahr los, kracht's. Ich liege auf der Straße, habe die Schulter gebrochen. Tja, was war Sinn vom Lied? Autofahrer rechts vor Linksstraße, ist einfach freiweg durchgebrettert und ist mir vorne ins Vorderrad rein. Das Vorderrad hat es einmal nach rechts gebogen im 90-Grad-Winkel. Ja, echt Dusel gehabt, aber das war auch schon ein cooles Teil. Dann, ja, mein erstes Auto, Käfer. Mit schleifender Kupplung, das war auch so ein Teil. Aber coole Anlage von Pioneer drin gehabt, aber ja auch von meiner Schwester übernommen.
Und ja, gut, okay. Jugendsünde, mein erster Golf. Ja, okay, machen wir schnell weiter. Ja, und dann ist eigentlich mein erstes Motorrad. Und das war auch echt eine coole Sache. Führerschein gemacht und dann damals halt eine 1100er. Das war so weit entfernt wie der Mond für mich. Deswegen fängt man mal klein an mit der 250er Yamaha RD. Mit also ein Zweitakter, 38 PS. Natürlich kann man es nicht lassen, wie es ist. Deswegen hat man dann noch eine MBV-Vollverkleidung hingebaut. Ja, und dann noch hier kann man so ein bisschen erkennen: Rennauspuff. Ja, da haben dann irgendwann die Nachbarn hin, dann irgendwann die Unterschriftenliste angefertigt wegen dem lauten Auspuff. Aber naja, es ist schon lange her. Von dem her entschuldige ich mich bei meinen Nachbarn. Ja, macht man eigentlich heutzutage nicht mehr. Ja, die ist aber auch nie richtig gelaufen, irgendwie ganz komisch. Und habe sie fortgehabt beim Yamaha-Händler. Und der, ja, machen wir Motor neu, alles neu, komplett mit Hohn und überhaupt. Und ja, okay, machen wir. Neuer Motor angefertigt oder überholt halt. Und dann eingefahren, schön sauber. Und dann war das Ding eingefahren. Und dann bin ich die Autobahn runter. Und dann bei 160 hat es einen Schlag lassen. Und das Hinterrad hat blockiert. Ich habe geschwind, ja, was ich sehe, 20, 30 Meter Bremsspur hingelegt. Habe zum Glück dann die Kupplung nur gleich gezogen und habe das irgendwie eingefangen, das Ding, und bin dann auf einem Zylinder auf dem Standstreifen weitergefahren. Das war zum Glück, nächste Ausfahrt war der Händler. Und habe das hinbracht. Und ja, was war das Ende vom Lied? Ein Loch im Kolben. Also total falsch abgestimmt. Aber damals halt, ja, ich habe da jetzt noch kein Fass aufgemacht. Ja, ich habe mir gedacht, okay, kann mal vorkommen. Der Händler hat mir dann echt übers Ohr gehauen, hat dann auch wieder aus drei Maschinen eine gemacht. Hat mir nichts vom Preis nachgelassen. Ich habe dann auch wieder voll bezahlt. Und den Kolben hat er gleich verschwinden lassen, weil ich gesagt habe, ich hätte den gern. Nee, nee, der ist schon weggeschmissen und überhaupt. Also echt, wenn es mir echt übers Ohr gehauen. Aber gut, damals, ja, waren wir noch jung und dumm. Okay, war so. Ich habe sie dann irgendwann verkauft wieder. Und ja, habe mir dann mein erstes neues Fahrzeug gekauft, eine Suzuki GSX 1100. Das war einer der allerersten, ja, die Rahmennummer 127, also wirklich ein ganz, ganz frühes Modell. Das war also, mein Geschäftskollege wollte eine Suzuki GSX-R kaufen. Und ich habe mir auch schon überlegt, Mensch, das wäre echt eine coole Maschine. Aber dann als 750er, weil wie gesagt, 1100er, das war damals, ja, das ist andere Liga, das ist heute wie eine Panigale oder wie eine M1000 Doppel-R. Das war damals für mich, nee, nee, das macht man nicht, die hat viel zu viel PS, nimmt man eine 750er. Und mein Geschäftskollege sagt mal, nee, nee, also wenn, dann eine 1100er. Und dann habe ich mich halt mit beschäftigt, Prospekte gewälzt. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, okay, könnte man doch mal machen und mal probieren. Und kurz bevor ich bestellt habe, hat mein Geschäftskollege mal, nee, das mach, nee, er will doch nicht und überhaupt. Also gut, dann habe ich halt meine bestellt. Das war echt, ja, emotional. Erste neue Fahrzeug, es war ja damals richtig Geld, als mit 22 Jahren, ja, das war schon richtig, richtig krass. Und ich weiß nur, die wurde ausgeliefert an zwischen Weihnachten und Neujahr 1989. Nee, also 1988 wurde sie ausgeliefert zwischen Weihnachten und Neujahr, und zwar aber schon das 89er Modell. Und ich weiß noch, ich bin zwischen Weihnachten und Neujahr jeden Tag zu meinem Suzuki-Händler gefahren, weil der hat sie extra vorne in der Eingang gestellt, ins Schaufenster. Und ich bin jeden Tag rübergefahren, habe mir das Ding anguckt und konnte es kaum noch erwarten, die abzuholen. Damals gab es noch die Selbstbeschränkung auf 98 PS, also durfte kein Motorrad mehr wie 98 PS haben. Und er sagt dann zu mir, wo ich sie abgeholt habe, ja, guck mal, ja, am besten wäre am Stück einfahren. Und denke ich, okay, ja, damals auch keine Ahnung irgendwie gehabt.
Und habe das Ding dann wirklich an einem Tag eingefahren. Ich bin dann zwar nur Autobahn, würde ich heute auch nicht mehr machen, aber dann bin ich ja fast 800 Kilometer Autobahn eingefahren. Und ja, da habe ich dann gleich noch bei der Polizei vorreiten müssen, aber nicht wegen mir, sondern ich bin geschnitten worden vom GTI aus Holland und habe mich gerade so, ja, ich glaube 950 Kilometer, also so kurz vor 1000, dann habe ich gedacht, okay, schauen wir mal, was das Ding kann. Und dann bin ich dem hinterher und er hat mich die ganze Zeit immer geschnitten und ausbremst und ja, egal, mir war es dann irgendwann zu dumm. Dann ist plötzlich von rechts ein Mercedes gekommen und Lichthupe und wild fuchteln. Habe ich gedacht, was will der von mir? Bin dann weitergefahren, dann wieder frei worden, der GTI los, ich wieder los, Mercedes wieder weg. Dann Mercedes irgendwann wieder neben mir, der wieder hubend und ja, irgendwann habe ich gedacht, das ist mir zu dumm. Bin dann rausgefahren, der Mercedes auch rausgefahren. Denke ich, was will der jetzt von mir? Und der rausgefahren, ich habe alles gesehen, ich habe alles gesehen, ich habe schon Anzeige gemacht, ja, das geht gar nicht mit dem GTI. Und habe ich gedacht, okay, also ja, ich habe das jetzt nicht so empfunden, aber bin dann auch zur Polizei, aber die haben gesagt, das Kennzeichen war irgendwie falsch und ja, was will man machen, wenn sie vielleicht über die Grenze fahren, aber ja, okay. Habe das Ganze dann abgehakt und muss sagen, ich bin da wirklich sehr gern gefahren. Ihr seht hier vielleicht auch 136 PS, ich habe dann das Ding irgendwann mal aufmachen lassen. Ja, das heißt, relativ schnell, nach 2 Monaten habe ich das aufmachen lassen und da hat es genau einen Händler gäbe, das war Ober bei Stuttgart und der hatte ein Gutachten für die offene Leistung. Das war also echt ein Drama, das musste man damals eintragen und beim TÜV vorfahren und also Riesendrama. Aber habe die dann aufmachen lassen und dann hat sie 136 PS gehabt. Für heutige Verhältnisse, ja, das hat mein GS auch schon, aber damals war das wirklich 1989 war das echt eine Hausnummer. Und wie gesagt, Fahrgestell Nummer 127 war auch echt cool. Es war einer der allerersten im ganzen Landkreis oder eigentlich fast in ganz Deutschland. Und ja, bin dann in 4 Monaten 11.000 Kilometer gefahren. Ich bin froh, dass ich so weit gefahren bin und so viel, weil ihr habt es ja vielleicht schon in meinem anderen Video gesehen, wo es über den Motorradfahren und Tod geht. Da habe ich dann einen Crash gehabt, wo mich eine ältere Dame abgeschossen hat, komplett von rechts rausgefahren, rechts vor Linksstraße, hat mich komplett abgeschossen, bin dann im Krankenhaus gelegen, auch wieder Schulterbrochen, Hand gebrochen und überhaupt. Das Motorrad war, ja, mit Mühe und Not hat man einen Totalschaden zusammengekriegt, hat mir aber nichts gebracht, weil ich habe 2/3 Schuld gekriegt. Ja, vielleicht mache ich da mal ein Video drüber, über die ganze Sachverhalt, aber ja, es war ein bisschen ungerecht, aber hat dann vom Suzuki-Händler, ein Mitarbeiter hat dann die gekauft, weil ich gedacht habe, ja, ich kriege ja recht und ich kaufe eine neue, aber das war nicht so. Jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, Mensch, ich hätte sie lieber behalten sollen, das war echt cool. Und ja, wenn ich irgendwann bei eBay mal eine sehe, original, mit Originalauspuff, alles original. Ja, mal gucken, da könnte ich vielleicht schwach werden und die einfach nur ins Wohnzimmer stellen. Von dem her, ja, aber bin dann wirklich in 4 Monaten 11.000 Kilometer gefahren. Das war echt eine coole Sache. Und ja, mein erstes Auto auch von meinem Vater übernommen. Mein Buggy, den habe ich heute noch. Da mache ich vielleicht auch mal ein Video drüber. Mein VW Caddy, hatte ich auch viel Spaß. Ja, und dann ist es zweiradtechnisch weitergegangen. Ich war dann, glaube ich, 1 oder 2 Jahre bin ich nicht mehr gefahren. Aber dann habe ich eine Honda Sechszylinder von meinem Schwager übernommen. Und zwar hatte die Honda Sechszylinder ein bisschen Probleme mit der Lichtmaschine. Und der wollte in Urlaub fahren und das Lichtmaschine kaputt mit dem ADAC zurück. Hat er es in die Garage reingestellt. Und ich weiß gar nicht, wie lange sie da gestanden ist. Ich glaube, 10 Jahre ist sie da gestanden. Und irgendwann hat er so beiläufig gesagt, ja, ich habe die ausgeschrieben für 3.500 Mark, aber keiner wollte sie. Und er hat gesagt, Mensch, okay, 3.500 Mark, die nehme ich natürlich. Hab dann die Lichtmaschine gekriegt, der Vergaser natürlich komplett zugweise. Und das war auch so cool. Ich habe dann den Vergaser zum Honda-Händler gebracht, so Richtung Weissach, da Richtung Porsche war der.
Und ich bin mit dem Vergaser, es war ja ein Sechsfach-Vergaser, bin da reingelaufen und da sagt einer, was ist denn das? Also ein Kunde sagt, was ist denn das? Und dann sage ich, ja, das ist ein Vergaser von meinem Motorrad. Und der so, boah, der Vergaser ist ja größer wie mein ganzer Motor. Ja, also es war schon beeindruckend, der Sechszylinder. Aber leider hat es der Honda-Händler gar nicht hingekriegt, weil ich habe sie abgeholt und sage, und läuft's? Ja, läuft, alles gut. Ja, erster Zylinder war heiß, der zweite war lauwarm, der dritte war kalt, der andere wieder heiß. Also das Ding hat überhaupt nicht passt. Und dann bin ich bei uns hier in Ludwigsburg. Es war ein ganz alter Honda-Händler. Also mein Suzuki-Händler hat bei ihm gelernt. Und ich bin in den Hof reingefahren und er sagt, um Gottes Willen, da passt ja gar nichts. Und das war noch einer vom alten Schlag und der hat den Vergaser wirklich mit Gehör und überhaupt und hat das Ding eingestellt und ich habe das abgeholt. Ich hatte auf alle sechs Zylinder, hat das Ding geschnurrt und ja, habe da echt viel Spaß gehabt mit dem Ding. Ja, das Fahrwerk natürlich, Bremsanlage, abenteuerlich. Die war, was war denn das, Baujahr 79. Aber bei Regen absolute Vollkatastrophe. Also durch die Baustelle, Autobahn, im LKW hinterher und der LKW bremst, muss man vorausschauend fahren, weil die ersten 50 Meter passiert nämlich gar nichts mit der Bremse. Das war echt ein bisschen abenteuerlich und ja, ich habe mir da echt überlegt, soll ich das Ding behalten, umbauen, ja, hin und her. Aber ich hatte dann irgendwie auch keine Lust, das ganze Ding komplett zu zerlegen und aufzubauen. Und jetzt im Nachhinein, heute würde ich sagen, mein Gott, warum hast du das Ding verkauft? Ich habe sie dann wieder für 3.500 Mark verkauft. Echt Wahnsinn, wenn du heute reinguckst, kriegst du eigentlich keine mehr unter 13.000 Euro. Also ich hätte das Ding einfach nehmen sollen, in Garage reinstellen und warte. Aber ja, hätte Fahrradkette. Ja, was soll's. Ist verkauft und ist weg und bringt alles nichts. Ja, und dann irgendwann später bin ich dann nochmal zu meinem Suzuki-Händler und habe zu ihm gesagt, Mensch, ich würde echt gern wieder eine Suzuki fahren. Und da sagt er so beiläufig, ja, ich habe da gerade was da, so ein Umbau, aber ja, guck das mal an. Und ich weiß noch, ich bin dann in den Hof rein und sehe echt diese Maschine. Ein Big Bike Umbau, eine GSX-R 1100, eine 90er war das. Und der, wo die aufgebaut hat aus Heilbronn, Grüße gehen raus, wenn es siehst, der ist, glaube ich, viermal angehalten worden innerhalb von einer Woche und hat gesagt, er hat keinen Bock mehr da drauf. Und hat das Ding verkauft, hat es eine Zahlung gegeben. Und ich bin da rein und sehe die und sage, okay, wo muss ich unterschreiben? Ich nehme das Ding, kein Problem. Die hatte, glaube ich, 11.000 Kilometer drauf erst und ich weiß nicht mal, was ich bezahlt habe, aber für heutige Verhältnisse wirklich ein Schnäppchen. Und er sagt, ja, jetzt fahr erst mal, mach mal eine Probefahrt, bevor du das Ding kaufst. Aber ich habe gesagt, nee, das brauche ich nicht. Ich bin dann zwar gefahren, aber das war einfach geil. Das hammermäßig ausgesehen. Ich, na, ich vogelwild mit meinem Lederkombi. ja, hatte ich auch dann echt viel, viel Spaß mit dem Teil. Und war mit der auf der Rennstrecke, Hockenheim, so richtig mit Knieschleifen. Und das war echt schon das. Klar, im heutigen Verhältnis wahrscheinlich das Fahrwerk auch total überholt, aber damals war das schon echt ein cooles Teil. Und ja, mit der bin ich auch zweimal angehalten worden. Einmal, das war wirklich, das war abenteuerlich, da bin ich bei uns durch den Ort und hat es Regnen angefangen und ich so, oh, die polierten Teile und dann ein bisschen Gas geben. Und an der Kreuzung fährt auf einmal so ein alter Audi neben mich hin. Und ich denke, was will der neben mir? Puh, keine Ahnung. Und ich Gas gebe mit 80 durch den Ort und los. Und irgendwie gucke ich in der Audi immer noch hinter mir. Und denke ich, okay, was auch nicht. Und habe dann einen LKW überholt und gucke, dass ich schnell heimkomme wegen dem Regen. Und auf einmal tatütata hinter mir. Und ich so, oh, fuck, ey, shit. Das war Zivilstreife und die angehalten. Zwei Stück im Hawaii-Hemd, Hand an der Pistole zum Herkommen und er so, sind Sie auf der Flucht? Und ich wollte schon sagen, ja, vor der Polizei, aber ja. Dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Und ja, werden Sie verfolgt? Und ich sage, ja, eigentlich auch nicht. Okay, dann Fahrzeugpapiere.
Und der eine ist dann zum Auto und zu dem anderen sage ich, ja, okay, Auge zudrücken ist wahrscheinlich nicht so gut. Dann sagt er, ja, Auge zudrücken ist schon gut, aber es war weit über 100, müssen fast nicht hinterherkommen. Und dann habe ich gedacht, oh je. Und dann kommt er und sagt er, ja, was ist mit den Reifen, die sind ja unten. Und ich so, ja, kann fast nicht sein, habe ich erst 2 Monate drauf. Und dann, ja, Auspuff ein bisschen laut. Und ich so, okay, mal zusammengerechnet, okay. Über 100 in der Stadt, beide Reifen abgefahren, Auspuff zu laut, okay. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht mehr diskutieren. Da kannst du jetzt einen Schlüssel nehmen, kannst schon in den Garten einwerfen. Und habe ich noch zu dem gesagt, ja, ich weiß, es war jetzt nicht so gut. Hätte morgen noch Stress gehabt mit meiner Freundin und ja, habe jetzt geguckt wegen dem Regen. Und dann guckt er mich an und sagt, Stress gehabt mit der Freundin. Okay, man weiß ja, wie es einem selber geht. Dann wünsche ich jetzt mal noch gute Fahrt. Und ich so, boah. Und ich sage, okay, dann bedanke ich mich mal recht herzlich. Bin dann nach Hause geschlichen und das Moped abgestellt und Feierabend und gut. Also von dem her war echt okay von denen. Ja, wahrscheinlich hätten sie es gar nicht aufzeichnen können. Es war irgendein Zivil-Audi, aber ja, hätte auch anders ausgehen können. Schande über mich. Ja. Ich bin dann nochmal in Löwenstein in meiner Hausstrecke. Bin ich dann auch nochmal angehalten worden. Der ist hinter der Hecke rausgesprungen mit der Kelle. Ich hätte ihn fast überfahren. Und dann raus, ich keine Papiere dabei, nix. Und dann sagt er, ja, okay, Papiere. Und ich so, ja, sind Sie noch ein Weilchen da? Und er sagt, ja, wir sind noch da. Und dann habe ich meine Freundin angerufen, sage, ey, komm vorbei, bring mir meine Papiere. Und natürlich sind 60 Kilometer, das hat natürlich, glaube ich, Stunde gedauert, bis die da war. Und dann habe ich das mal so miterlebt. Dann einer komme, Auspuff zu laut, der, jawohl, Fahrgeräuschmessung und volle Programm. Der andere, 2 Stück mit der Geländemaschine fahren. Der vordere hält, der hintere dreht um und weg. Dann sagt er, was war mit Ihrem Kollege los? Sagt er, keine Ahnung, mein Kollege kenne ich nicht. Der, okay, Sie haben eine Drossel eingebaut, die will ich sehen. Und dann ist losgegangen. Er hat das halbe Motorrad zerlegt. Kann ich weiß nicht, hat er noch eine Anzeige gekriegt. Und ich habe gedacht, super, prima. Macht sie nur richtig wütend. Ja, und ich stehe da und warte einfach mal. Dann habe ich gedacht, wenigstens machen die keine Geräuschmessung. Okay, so, jetzt machen wir noch eine Geräuschmessung. Und ich denke, ah, shit, die hätten echt alles dabei gehabt. Und dann irgendwann ist meine Freundin gekommen mit den Papieren. Und dann sagt er, also gut, jetzt Geräuschmessung. Da hinstellen. Und ja, da waren hinten Bäume. Also das hätte man wahrscheinlich im Nachhinein irgendwie anmangeln können. Oder dass das in Frage stelle, ob das überhaupt funktioniert. Aber auf jeden Fall sagt er noch, ja, wie sieht's aus? Öltemperatur, nicht, dass wir sie kaputt machen. Und ich sage, ah, Öltemperatur ist ein bisschen wenig. Sagt er, ja, kein Problem, lassen Sie es laufen. Und ich so, okay, gut. Das Ding angemacht. Und zum Glück wirklich der Auspuff nicht manipuliert. DB-Eater hat es in dem Auspuff nicht gegeben, aber war echt okay. Also alles, ja, das Innenleben war nicht mehr das Beste, aber es war okay. Und dann habe ich das Ding warm laufen lassen, sagte also jetzt sauber 4000 Umdrehungen halten und nicht so nervös wie der vorhin, sondern schön sauber halten. Und er steht hinten, ich bin so einmal davor, so. Dass der Drehzahlmesser verdeckt, ich habe gefeilscht um jede Umdrehung. Und genau für das von mir, aufhören, aufhören. Ich denke, was ist jetzt los? Dann kommt er, oh, mein frisches Hemd, alles voll. Jetzt hat es hinten, weil der Auspuff, der Streetfighter-Auspuff nach oben war, und die hat Öl rausgeschmissen ohne Ende. Hat er lauter Ölfleck auf seinem Hemd gehabt. Also, okay, das. Da sagt er, ja, okay, wir sagen mal, das ist gerade noch so an der Grenze. Und ja, und dann war nichts. Ja, bloß noch gemeint, wenn ich zu schnell bin oder so, und es wäre ja auffallend, er wird mich dann, wenn er mich das nächste Mal anhält und es wäre was, dann würde er das Ding zerlegen bis zur letzten Schraube. Und dann hat er noch, ja, der Kettenschutz hat er moniert. Ja, der Kettenschutz geht gar nicht. Dann gesagt, ja, da müssen Sie sich bei Suzuki beschweren, weil das war so ziemlich das einzige Teil, was noch original war. Und dann, ja, hat er nichts mehr gesagt. Und ich durfte dann ohne irgendwas nach Hause fahren. Das war echt okay. Aber ich denke halt auch, ja, wenn du denen halt blöd kommst, dann sind auch bloß Menschen. Wenn du halt offen und ehrlich kommunizierst und ja, das war okay. Sie mich dann fahren lassen. Und von dem her, alles gut, alles entspannt. Genau.
Ja, ich habe sie dann irgendwann, ja, hätte man auch zu viel machen müssen. Dann war die Elektrik irgendwann und ja, hin und her und habe dann irgendwann auch beschlossen, dass ich einfach ein bisschen mehr reisen will. Und das war, ich war mit dem Ding in Südfrankreich unten. Das war auch jenseits von Gut und Böse. Bin da unten angekommen, Reifen komplett unten gewesen, da hat Leiband schon rausguckt. Und ja, das. Damals, wenn man noch jung ist, kann man das machen, auf so ein Ding in Urlaub zu fahren. Aber ja, hab dann gedacht, nee, das ist einfach nichts. Ich will einfach ein bisschen reisen und deswegen habe ich die dann verkauft in Einzelteile eigentlich mehr oder weniger. Ja, ein paar Autos, mein Chevy, es war ein Winterauto. Dann das nächste war dann eine 600er GSX 600F. Die habe ich von meinem Geschäftskolleg gekauft für knapp 500 Euro. Und das war ein richtiges Schönwettermotorrad, weil sobald es nass war, ist die nicht mehr gelaufen. Das war echt phänomenal. Da war ich bin im Hochsommer, da war so ein Rasensprenzer und da war die Straße so auf 20 Meter nass. Das Ding fährt nur noch am Stottern. Und dann ist sie irgendwann trocken geworden und dann war und dann ist sie wieder gelaufen. Dann habe ich versucht, vorne mit dem Garderschlauch, probiert, einwandfrei gelaufen. Eine Regenwolke, eine Pfütze, das Ding, bam, gestottert. Dann haben wir dann festgestellt, dass an der Zündspule war ein Riss drin und da ist immer Wasser reingekommen. Und deswegen haben wir die getauscht, auch nochmal. Danke an meinen Suzuki-Händler, der hat gesagt, das kannst du selber machen. Und dann habe ich die getauscht und dann ist sie einfach sich gelaufen. Aber ja, dann war irgendwann der Tank undicht, der Lack war eh, weil ich nur draußen gestanden habe. Also es war alles ein bisschen marode schon. Ich habe sie dann irgendwie schwarz-matt lackiert mit der Spraydose. Und ja, war jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich habe sie dann auch wieder verkauft. Und die haben sich echt gefreut, haben die geholt mit dem Transporter, mit dem Pritschenwagen. Man sagt, ob ich eine Rampe da habe. Also, wo soll ich jetzt eine Rampe hernehmen? Ja, wir haben keine dabei. Ja, gut, dann sind wir beim Nachbar rückwärts an die Mauer hingefahren und dann dort durch den Garten geschoben und vom Garten aus dann über ein Brett in den Anhänger rein. Ja, okay, das war ein bisschen. Aber genau, habe ich dann auch wieder verkauft. Dann sind einiges in Auto gekommen. Ja, hier diese Kawa habe ich auch vom Geschäftskolleg. Der hat die eigentlich als Teileträger gekauft, eine Kawasaki Z1R, Baujahr 78. Das Ding war aber auch wirklich, ja, da war wirklich alles zu machen. Und ich wollte die eigentlich herrichten, wieder ein Original, wie eine Z1R mit der viereckigen Verkleidung vorne. Haben wir da auch ein bisschen geguckt im Internet. Die Verkleidung habe ich auch gefunden, aber das wäre ein Fass ohne Boden. Also, das wäre wirklich. Da hätte man einiges reinstecken müssen und ja, ich habe da irgendwie keinen Nerv dazu gehabt. Und ja, noch mal ein halbes Jahr habe ich sie dann auch wieder verkauft für den gleichen Preis wieder. Weiß nicht, ob sie heute noch fährt, keine Ahnung. Ja, dann ist es weitergegangen. Ja, und das war dann so mein erster Einstieg in die Touring-Szene mit meiner Honda Crosstourer. V4 Automatik 129 PS. Mit der bin ich dann auch meine drei Ironbuds gefahren und in Südtirol gewesen. Und das war wirklich richtig schön. Auch Normandie sind wir gefahren zusammen. Meiner Freundin hinten drauf. Und ja, kann da echt nichts sagen. Die Automatik, ich bin Probigfahrer, weil viele sagen, ja, Blödsinn braucht man nicht, aber. Ich muss sagen, ich bin Probefahrer und nach 100 Metern habe ich gesagt, das ist cool, das brauche ich. Weil die hat echt sauber geschaltet mit dem Doppelkupplungsgetriebe und ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber du konntest sie als Automatik fahren oder dann auf manuell, da hast du vorne einen Knopf und hinten einen Knopf gehabt zum Hoch- und Runterschalten. Und ja, das hat an für sich echt super gut funktioniert. Was bei der war, war eine Rückrufaktion wegen Kardan. Und ich bin dann auch zu meinem Honda-Händler und der sagt, ja du, nee, mir nicht schon drei Stück aufgehabt, da war nie was, alles entspannt. Und dann sage ich, ja, okay, ich sehe das jetzt auch nicht kritisch und habe das Ding abgegeben.
Und einen Tag später ruft er mir an und sagt, ey, da haben wir echt Glück gehabt, weil das Ding war kurz vorm Blockieren. Das war so verrostet innen, wirklich krass. Und ich denke, okay, ja gut, das Problem ist nur weltweit, die Kardanwellen sind nicht lieferbar. Also wir haben dir nochmal eine neue Kardanwelle eingebaut, aber halt mit dem alten Material. Und das war immer so in jeder Kurve, so mit 100 in die Kurve rein, habe ich gedacht, ah, okay, das war immer ein blödes Gefühl, hinten mit dem Kardan. Und dann, glaube ich, nach 6 Wochen oder so, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen ungutes Gefühl. Und dann sagt er, nee, nee, du, das war doch schon die neue Kardanwelle. Okay. Ja, mag sein, das war immer ein bisschen ein blödes Gefühl. Was ich in der auch gemacht habe, ist, aus Italien habe ich das bestellt. Die konnten wirklich auch kein Englisch, sondern nur mit italienischer Übersetzung. So eine Carbon-Manufaktur. Und habe da wirklich alle Teile, was geht, in Carbon gemacht. Also vorne Schutzblech, die Handguards oben, wirklich alles Carbon. Würde ich heute auch nicht mehr machen, weil das zahlt doch kein Mensch mehr. Wo ich sie dann verkauft habe, hat derjenige dann auch gesagt, ja, die haben keinen TÜV, ich brauche die Originalteile. Ich habe sie zum Glück noch gehabt, habe sie ihm dann mitgegeben. Ja, und wenn ich alles zusammenzähle, war das Motorrad bestimmt ja, knapp an die 20.000 mit allem drum und dran. Und kriegt habe ich dann und habe die verkauft. Oh, müsst mal gucken. Also 2012 habe ich sie gekauft und 19 habe ich sie verkauft, genau. Und habe dann noch gekriegt 7.500 Euro mit Ach und Krach. Das war wirklich. Also von dem her auch wieder, es ist zwar eine Honda, die ist qualitativ echt top, aber im Gegensatz zu einer BMW, weil eine GS mit gleicher Laufleistung, mit gleichem Baujahr war bei 11.500 und ich habe nur 7.500 gekriegt. Also Wiederverkauf. Ja, in der GS auf jeden Fall um einiges besser. Aber ja, war ein tolles Teil. Mit der bin ich dann wirklich, wie gesagt, schöne Tour gefahren. Und ja, hat soweit gepasst. Genau, habe sie dann verkauft. Ja, in der Zwischenzeit nochmal ein Jeep. Das war so eine Riesenbaustelle. Das war Vollkatastrophe, das Ding. Das war echt ein Montagsauto. Was da alles kaputt gegangen ist, von Getriebe über Vorderachse fast verloren und ach, Katastrophe. Aber egal, mein Buggy, den habe ich heute noch. Und dann ist meine Kawa gekommen. Kawa Z1000 ST. Und ich hatte Kontakt aufgenommen zum Custom Wolf bei Nürnberg in Laber. Und habe zu ihm gesagt: Mensch, ich habe drei Motorräder, da habe ich mal gesehen. GSX-R noch gehabt als Einzelteil, meine Kawa Z1R ein Einzelteil und gesagt, und mein 600er. Er gesagt, ich habe drei Motorräder, keins läuft richtig. Wir sollten aus denen drei sollten wir eine machen. Dann sagt er, du verkauf alles, was du hast, ich habe da was Besseres. Er hat den von der Z1000 ST und zwar hat die ST hinten einen breiteren Rahmen wegen dem Kardan. Die hatte schon Kardan. Und deswegen bietet sich das an und er hat den Rahmen und auch ein paar Teile dazu und da könnte man die aufbauen. Und das war gerade so ziemlich parallel mit meiner Honda. Und er hat gesagt, du, ich kann das Ding nicht kaufen, das geht nicht. Also auch der Motor, das hat sich dann über Jahre hingezogen. Aber der Motor, 1260 Kubik, 160 PS im Hinterrad, komplett mit Schmiedekolbe, alles gemacht, was geht. Flachschieber drauf, also das Ding geht echt richtig gut. Aber ich konnte das echt damals nicht bezahlen, den Motor. Der hat mal angerufen, ich habe einen Motor für dich. Dann sage ich, geht nicht, ich habe gerade ein Motorrad gekauft. Aber er hat dann von sich aus gesagt, komm, ich kaufe den Motor für dich, ich lege ihn ins Regal und wenn du die Kohle hast, dann können wir das machen. Und von dem her hat sich da wirklich auch eine Freundschaft aufgebaut mit dem Wolfgang und das ist wirklich, das hat gepasst. Ich habe keine Ahnung gehabt, was der macht aus dem Ding. Ich habe ihm freie Hand gelassen, weil er hat 17 Jahre Industriedesigner gemacht und habe da relativ schnell festgestellt, da brauche ich nichts mehr sagen. Der weiß, was er macht und
Habt ihr dann auf der Custom Bike Messe in Bad Salzuflen auf seinem Messestand zum ersten Mal gesehen? Ich wusste nicht mal, was für Farbe die hat. Ich bin da wirklich rein und es ist da gestanden und bah, ja, da war ich echt schon ein bisschen baff. Richtig cooles Teil. Aber da dazu wird es auf jeden Fall nochmal ein richtig geiles Video geben. Die steht jetzt gerade noch beim Wolfgang, der muss noch ein Gutachten machen und einmal Kundendienst, aber in den nächsten Wochen wird die zurückkommen und dann werden wir da mal ein richtig cooles Video drüber machen. Da gibt es einiges zu erzählen über das Teil. Genau. Und ja, weitergegangen ist dann mit meiner GS. Das ist auch immer noch mein aktuelles Motorrad. Ja, wenn das, ich habe das sicher mal in einem anderen Video schon gesehen, wenn das jemand zu mir gesagt hätte vor 2018, dass ich mir eine GS kaufe, hätte ich gesagt, nee, in 100 Jahren kein Rentnermotorrad. Aber wie gesagt, mit meiner Honda war ich in Südtirol mit meinem Geschäftskollege, der hatte auch eine 2012er GS. Und der ist um das Eck rum und Feuergeber und weg war er. Und der dann irgendwann oben Pass hat auf mich gewartet. Weil ich habe irgendwann für mich gedacht, also entweder liegst du jetzt im Tal unten oder hier auf der Mauer drauf, weil 285 Kilo mit dem Automatikgetriebe, ich habe das Ding hin und her und das war echt schon anstrengend. Und dann habe ich gesagt, okay, Mensch, da muss ja doch irgendwas dran sein, das meistverkaufte Motorrad und ich mache mal eine Probefahrt. Und er sagt noch zu mir, mach's nicht, das wird teuer und ja, so ist es leider auch geworden. Ich habe eine Probefahrt gemacht und habe dann gleich eine bestellt. Also hier auch nochmal echt mein Dank an BMW Brauneisen, die mir echt super Beratung gegeben haben, wirklich richtig cool und mich auch ausgiebig Probefahren haben lassen und wirklich auch heute noch immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also wirklich echt coole Sache. Und ja, mit der bin ich jetzt unterwegs. Ja, mein aktuelles Auto und ganz unten noch die Bandit meiner besseren Hälfte. Die hat auch der Custom Wolf aufgebaut und die wird auch in den nächsten Wochen zurückkommen. Die ist auch noch beim Kundendienst und Wertgutachten. Und da freue ich mich am meisten drauf. Da wird man dann mal auch ein richtig cooles Video drüber machen. Auch mit meiner Freundin oder ja, Frau zusammen. Ja, ich sag Frau, wir sind jetzt schon 42 Jahre zusammen, also die ist noch nicht verheiratet, aber so gut wie von dem her. Genau. Und sie hat die Bandit. Das ist auch was ganz Besonderes. Gibt es nur einmal auf der Welt. Und der Rennfahrer Sir Stirling Moss hat die unterschrieben, hat die signiert auf dem Tank. Also da gibt es auch richtig coole Stories. Und richtig viel Information und coole Dinge. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Da wird auf jeden Fall ein separates Video kommen, mit allem drum und dran. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Moment, ich schalte es mal nochmal um. Jetzt, da sieht man es ein bisschen besser. Ich habe am Anfang gesagt, am Schluss sage ich nur ein bisschen was neues Equipment. Ich habe mir eine DJI Action 4 Kamera gekauft. Die habe ich auch letzte Woche im Odenwald mal ausgiebig getestet. Auch vorne am Helm. Nur das Problem war mit dem DJI Mic, mit dem Mikrofon. Ja, das ist die Dead Cat dazu. Das hat nicht so ganz funktioniert, weil es komplett übersteuert hat. Also da werde ich auf jeden Fall das nochmal ein bisschen Feintuning machen. Und das Ganze nochmal anpassen, dass man es auch anhören kann, weil das andere mit dann hier mit GoPro, wie ich es letztes Mal hatte, mit Adapter und Mikro und nochmal Adapter und alles hin und her, das ist ja, das war jetzt doch, hat zwar gut funktioniert, aber war jetzt doch nicht der absolute Renner. Von dem her, die Action 4 kann ich direkt mit dem Mikrofon über Bluetooth verbinden. Aber da muss ich, wie gesagt, noch ein bisschen probieren. Und dann habe ich noch das CarpoRide, das Apple CarPlay fürs Motorrad, die 7 Zoll Version. Die habe ich auch mal getestet. Da wird es dann aber auch noch mal ein Video drüber geben. Und ja, von dem her würde ich sagen,
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.